Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben mit der abschließenden Diskussion von Kapitel 5, Unternehmensorganisation. Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über Organigramme, über Stellen, über Abteilungen, über Hierarchiestufen, über die Art und Weise, wie Sie Ablauf- und Aufbauorganisationen in einem Unternehmen vornehmen können. Und wir wollen uns nun im sechsten Kapitel dem Themenbereich Personalwirtschaft nähern. An vielen deutschen BWL-Fakultäten haben Sie üblicherweise mindestens einen Organisations- und Personallehrstuhl. Wenn die Fakultät ein bisschen größer ist, ist es ein bisschen aufgeteilt, dass man Personalwirtschaft auf der einen Seite und möglicherweise Unternehmensführung, Organisationslehre, Organisationstheorie vielleicht noch als weiteren Lehrstuhl hat. Hier bei uns haben wir die Kollegin Föhr, die Personalwirtschaft mit Ihnen auch noch machen wird. Und ja, Personalwirtschaft ist auch genau das Thema, was wir uns jetzt hier mal ganz kurz anschauen werden. Was betrifft Personalwirtschaft alles? Einstellung von Mitarbeitern, Arbeitszeitregelungen, Mitbestimmung und am Ende möglicherweise auch Entlassung, also Personalfreisetzung und alles, was mit diesen Themen verbunden ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben unser kleines Unternehmen gegründet, dann werden Sie sich ja an irgendeiner Stelle dann fragen müssen, wo bekomme ich welche Mitarbeiter benötige ich überhaupt und wie kann ich die einstellen und wie komme ich die günstigsten und am besten gleichzeitig auch am bestqualifiziertesten Mitarbeiter für mein Unternehmen. Und dann muss ich Einstellungen vornehmen. Zwischendurch kann es sein, dass ich die Mitarbeiter fortbilden muss. Ich muss mir überlegen, wie ich mit anderen Fragen der arbeitsrechtlichen Ausgestaltung, hier der Mitarbeiterverträge, wie ich damit umgehe. Und an irgendeiner Stelle muss ich dann möglicherweise auch darüber nachdenken, dass ich Mitarbeiter wieder entlassen muss. Und das sollte ich natürlich idealerweise sozialverträglich tun. Und das wollen wir uns jetzt hier in den Abschnitten 6 und 7 anschauen. Und wir fangen erstmal ganz simpel an mit den Beschäftigungsformen und den Arbeitszeitmodellen. Gut. Nichts Schwieriges direkt am Anfang. Es ist so, dass Sie in der Unternehmenswelt immer davon ausgehen, dass Sie erstmal ein Normalarbeitsverhältnis haben. Das heißt, Sie haben eine Stelle, einen Mitarbeiter, der arbeitet zu 100%. Und das ist die Fiktion, die Sie unterstellen, um von dieser Fiktion ausgehend dann andere Arbeitsmodelle dann ableiten zu können. Normalarbeitsverhältnis ist also das Denkkonstrukt, auf das sich jetzt alles, was wir nachfolgend sozial- und arbeitsrechtlich betrachten wollen, erstmal als Standardfall beziehen wird. Die einfachste Abwandlung ist die, dass Sie sagen, ich arbeite in Teilzeit 50%. Dann ist klar, dann nehmen Sie letztlich den Regelfall, den Standardfall. Und wenn Sie dann die Arbeitszeit um 50% reduzieren, haben Sie dann eine Teilzeitstelle. Genau. Wir gehen erstmal von der Vollarbeit aus. Die basiert auf einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Sollte natürlich mindestens ein existenzminder sicherndes Einkommen auch garantieren. Arbeitszeit werden wir später noch sehen. Orientiert sich natürlich je nach Arbeitsverhältnis dann an einer 40-Stunden-Woche plus X. Einer 40-Stunden-Woche plus X, das X wird vergütet oder entsprechend nach einem Tarifvertrag. Aber wir gehen jetzt davon aus, Normalarbeitsverhältnis, Vollarbeitsverhältnis ist erstmal unbefristet und hat eine volle Arbeitszeit, wie auch immer die aussieht. Dann haben wir das Kontinuitätsprinzip, das heißt Unterbrechung der Beschäftigungsverhältnisse zwischen dem Ende der Ausbildung bis zur Rente. Das ist so das, was früher mal in den Zeiten der guten alten Deutschland-AG noch so üblich gewesen ist, was aber immer seltener der Fall ist. Vielleicht kennen Sie das noch von Ihren Eltern, die haben mit 25 oder mit 20 haben die im Unternehmen angefangen und arbeiten dann bis zur Rente bei ein und demselben Unternehmen. Das wird man, also werden Sie vermutlich auch nicht mehr so haben und ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass es auch vielleicht gar nicht mal so schlecht sein muss. Und soziale Sicherungsansprüche bemessen sich nach der Dauer des Normalarbeitszeitverhältnisses sowie dem dabei erzielten Einkommen. Geht auch davon aus, dass Sie am Ende Ihrer Arbeitszeit, wenn Sie in die Rente gehen, dass natürlich dort auch davon ausgegangen wird, dass Sie seit dem Eintritt in das Arbeitsleben auch kontinuierlich durchgearbeitet haben. Das werden Sie dann irgendwann einmal sehen, wenn Sie von der Rentenversicherung einen Bescheid bekommen und dann steht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bislang schon so und so viele Punkte erwirtschaftet, sich erarbeitet und Sie haben jetzt einen Anspruch auf 60 Euro Monatsrente ab 67. Ja. So was bekomme ich beispielsweise,
weil ich nun erst als Angestellter gearbeitet habe, mehrere Jahre, und ich jetzt mittlerweile Beamter bin und aus dem Beamtenverhältnis sich ja keine Rente, keine gesetzliche Rente ergibt. Ich habe also tatsächlich, jedes Jahr kriege ich ein Schreiben von der Rentenversicherung, da steht dann drin, Sie haben in den 6 Jahren oder 7 Jahren, die Sie gearbeitet haben, einen Anspruch auf, ich weiß nicht, 120 Euro Rente oder so erwirtschaftet. Herzlichen Glückwunsch. Geht natürlich auch davon aus, dass Sie kontinuierlich durcharbeiten. Das ist also der Standardfall. Unbefristet, volle Arbeitszeit, vom ersten bis zum letzten Tag Ihres Berufslebens durchgearbeitet, eventuell sogar noch beim gleichen Arbeitgeber. Und diese Zahl der Normalarbeitsverhältnisse ist stark rückläufig. Warum? Sie werden auch mal Teilzeit arbeiten, Sie werden auch mal eventuell sagen, wenn Sie sich irgendwo in der Beratung überarbeitet haben, dann machen Sie Ihr Sabbatical, dann kaufen Sie sich einen Jeep und fahren einmal mit dem Jeep um die Welt oder Ähnliches. Oder Sie sind vielleicht auch mal arbeitslos. Oder Sie sagen, ich wechsle den Arbeitgeber, wofür es ja zahlreiche gute Gründe geben kann. Und damit ist das Normalarbeitsverhältnis schon unterbrochen. Wenn ich jetzt hier sage, das ist eventuell auch ganz negativ, muss man halt sehen, wie die Perspektive aussieht. Wenn Sie ungelernt sind, wenn Sie eine Ausbildung haben und möglicherweise so etwas im Alter 50 plus passiert, dann ist das häufig negativ für Sie und für die jeweiligen Arbeitnehmer. Dann leiden Sie darunter, weil Sie finden nicht sofort wieder eine Beschäftigung. Ab Alter 50 wird es sowieso schwierig. Wenn der Arbeitsmarkt schwierig ist, haben Sie sowieso andere Probleme. Sie alle jetzt hier im Raum werden vermutlich eher auch mal den Arbeitgeber wechseln, weil Sie einfach sagen, ich arbeite nicht mehr für 80, ich will jetzt 100.000 Euro haben. Aber alter Arbeitgeber zahlt das nicht, dann suche ich mal einen neuen. Das ist halt die unterschiedliche Perspektive, die man halt auch sehen muss. Nebenbei der Tipp für Sie alle, wenn Sie in Ihrem alten Arbeitgeber einfach sehen, dass es nicht weitergeht und es nicht mehr Kohle gibt, dann suchen Sie sich halt einen anderen. Also das ist ja klar. Ich meine, Sie sitzen ja hier alle nicht, um hinterher mal als Sachbearbeiter irgendwelche Belege abzustempeln, sondern Sie sitzen ja schon hier auch, weil Sie mal eine Führungsposition irgendwann in einem Unternehmen oder irgendwo anders übernehmen wollen. Und auch da sagen sich dann irgendwann, eventuell steht mal ein Wechsel des Arbeitgebers an. Also diese typischen Arbeitszeitverhältnisse und Arbeitsverhältnisse, die sind eher rückläufig. Was gibt es denn für atypische Beschäftigungsverhältnisse? Das erste ist die Teilzeitarbeit. Da ist es klar, die Arbeitszeit liegt unterhalb der regelmäßigen tarifrechtlichen Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte oder möglicherweise bei leitenden Angestellten ist das so eine Sache. Wenn Sie sich mal gefragt haben, wie kann das denn eigentlich sein, wenn ich das höre, da ist jemand, der ist in der Beratung, der ist Manager, der arbeitet 60, 70 Stunden die Woche, wie geht das denn überhaupt tarifrechtlich? Geht das tarifrechtlich? Weiß das jemand? Genau. Merken Sie schon mal, wir werden das später noch genauer sehen. Tarife, Tarifverträge, die gelten natürlich in einem Unternehmen nur bis zu einem gewissen Level. Und darüber sind Sie dann leitender Angestellter und damit sind Sie aus dem Tarifvertrag raus. Da ist erstens Ihr Gehalt frei verhandelbar und zweitens wissen Sie, wie das dann in Ihrem Arbeitsvertrag steht. Wie sieht das auch bei McKinsey und bei der Boston Consulting Group oder bei irgendeiner anderen Beratung aus? Was steht in deinem Arbeitsvertrag? Da steht doch nicht drin, irgendwie, Sie arbeiten hier 80 Stunden die Woche. Das wird ja niemand reinschreiben. Da steht wahrscheinlich drin, dass Überstunden gemacht werden können, also vielleicht erwartet werden, aber die halt nicht vergütet werden. Genau. Da steht drin, 40 Wochenstunden, Überstunden werden nicht vergütet. Boah. So kann man das ganz einfach regeln. Mach mal ein bisschen leise. Da steht in Ihrem Arbeitsvertrag 40 Stunden Woche plus X und das X ist nicht vergütet. Ja? Also das ist ja auch etwas, auf das Sie dringend achten sollten. Sie werden auch bei vielen anderen Firmen werden Sie so einen Vertrag bekommen. Die Frage ist dann, ob da nicht eventuell steht 40 Stunden plus X. Die Überstunden können abgefeiert werden oder können vergütet werden. Aber bei den leitenden Angestellten, da steht halt irgendwie pro forma 40 Stunden drin, Überstunden sind damit abgedruckt. Okay. Wir gehen jetzt aber hier erstmal davon aus, dass das alles tarifrechtlich läuft. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass Sie da eine Teilzeitstelle haben. Und wie die Teilzeit ausgestaltet ist, hängt davon ab, wie Sie das mit dem Arbeitgeber regeln.
Sie könnten zum Beispiel sagen, Sie kommen jeden Morgen um 8 und Sie gehen dann immer um 13, 14 Uhr und Sie arbeiten jeden Tag einen halben Tag. Sie können natürlich auch sagen, ich arbeite von Montag bis Mittwoch, Donnerstag noch halb und der Freitag ist frei. Oder ich arbeite montags bis donnerstags auf einer Vierfünftelstelle und habe dann immer den Freitag frei oder den Montag. Und das müssen Sie mit dem Arbeitgeber dann aushandeln. Also Sie haben zum Beispiel die Viertageswoche, die Halbtagesbeschäftigung, die Turnusteilzeit geht auch. In manchen Branchen ist es ja so, dass Sie in bestimmten Phasen des Jahres mal mehr, mal weniger arbeiten müssen. Bekanntes Beispiel jetzt hier in unserem Bereich sind die Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfer prüfen Jahresabschlüsse und wann werden Jahresabschlüsse erstellt? Üblicherweise am Ende des Jahres und in vielen Fällen ist das Geschäftsjahr gleich dem Kalenderjahr. Das heißt, die haben um den Jahreswechsel herum ziemlich viel Stress und im Sommer sitzen die im Büro und drehen Däumchen. So. Dann könnte man sich ja überlegen, sie arbeiten in der einen Hälfte des Jahres, quasi im Herbst, Winter arbeiten sie voll und für den Sommer vereinbaren wir Teilzeit, da können sie sich vielleicht irgendwas, da können sie ein bisschen surfen gehen oder so. Dann hätten Sie eine Turnusteilzeit. Nicht zu verwechseln natürlich mit Modellen, wo ich sage, ich bin Spargelbauer, ich brauche in der Spargelzeit brauche ich Saisonkräfte, die hier anrücken und den Spargel stechen. Und ich habe diese Saisonkräfte, die dann im Winter, wenn der Spargel nicht wächst, dann bezahlt werden und dann Däumchen drehen. Wir reden hier eher über Teilzeit in einem Unternehmensbereich, wo ich jetzt auch nicht einfach ungelernte Saisonarbeiter über einen Werkvertrag einstellen kann. Ja, solche Saisonarbeiter, die werden ja einfach nur für die Zeit dann reingeholt und die kriegen auch nur einen Arbeitsvertrag für 2 Monate oder 3 Monate, wenn das denn geht. Ja. Also da muss man klar unterscheiden. Wir reden hier in der Regel über Mitarbeiter in einem Unternehmen, die dann vielleicht mal für ein Jahr ein bisschen kürzer treten wollen. Ziel der Teilzeitarbeit ist gemäß Teilzeit- und Befristungsgesetz die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigten in allen Berufsgruppen, auch bei qualifizierten Tätigkeiten und leitenden Positionen. Also diese schöne Vorstellung davon, wir müssen allen Managern noch ermöglichen, dass sie auch in die Sabbatical gehen können. Ja, wir müssen alles irgendwie ein bisschen flexibilisieren, was auch sinnvoll ist in dem Bereich. Wir werden gleich noch Bereiche sehen, wo das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Aber hier geht es tatsächlich eher darum, um auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich arbeite jetzt Teilzeit, weil ich möchte nachmittags für mein Kind da sein. Ja, vormittags ist in der Schule, nachmittags bin ich zu Hause. Dann haben Sie auch einen Anspruch und ein Anrecht auf Teilzeit. Genau. Teilzeitmitarbeiter dürfen gegenüber Vollzeitkräften nicht diskriminiert werden. Und das ist ein ganz heikles Thema. Das steht so im Gesetz und steht so auch auf Papier. Aber wo so etwas regelmäßig, hat jemand eine Idee, wo sowas regelmäßig zu Problemen führt? Ja? Ja, öffentlicher Dienst. Ach, da würde ich mal sagen, im öffentlichen Dienst ist den Mitarbeitern eh vieles egal. Ja, Sie müssen ja sehen, im öffentlichen Dienst werden Sie stark in Kategorien eingeteilt und so vergütet. Das heißt, der Staat gibt Ihnen auch nicht 5 Euro mehr, wenn Sie besonders fleißig waren. Und gleichzeitig, die einzige Form im öffentlichen Dienst aufzusteigen, ist durch eine Beförderung. So. Lass mal auch öffentlichen Dienst außen vor. Wo gibt es denn andere Bereiche, wo Sie sich vorstellen könnten, dass Teilzeitmitarbeiter gegenüber Vollzeitmitarbeitern diskriminiert werden und das eigentlich dürfen? Ja, ich würde sagen, bei Dienstleistungen, weil die Kunden ja meistens komplette Erreichbarkeit voraussetzen. Ja. Wenn Teilzeitarbeit erst mal 20 Stunden erreicht wird, finde ich das eigentlich nicht so schön, wenn der Ansprechpartner nicht erreichbar ist, also kriegt man keine höheren Aufgaben, wenn man sozusagen nicht erreichbar sein kann. Keine höheren Aufgaben? Also sozusagen nichts am Kunden und sagt, macht sozusagen nur die Büroarbeit oder die Büroarbeit. Ja, ich höre so ein paar Sachen raus, auf die ich auch hinaus wollte. Ich höre mal weiter. Zum Beispiel bei Prämien, zum Beispiel bei Verkäufern, bei Lidl und anderen Discounter-Märkten gibt es Prämien, wenn sie 5 Stunden an der Kasse sitzen. Ne? Wenn ich auch vereinbart habe, nur 4 Stunden an der Kasse, dann ist es da zu sein, jeden Tag, wenn ich 5 Stunden gar nicht erreiche. Sowas dürfte es eigentlich nicht geben. Mhm. Ich denke schon wieder an so Dinge, die. Sowas, was Sie gerade beschrieben haben, dass bei einem Discounter möglicherweise bestimmte Prämien gar nicht erreichbar sind für Mitarbeiter in Teilzeit, da würde ich sagen, das ist schon ein Fall für den Betriebsrat. Also das ist ja eine ganz klare Diskriminierung, das darf eigentlich nicht der Fall sein. Und gerade das sind ja die Schwächsten. Ja? Das dürfte nicht passieren.
Und was ich schon wieder denke, ist, wieder die große Corporate World, wo sie sowas regelmäßig haben, ist bei Beförderung öffentlicher Dienste nämlich genauso und bei allen Führungspositionen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Sie haben zwei Mitarbeiter, einer in Vollzeit, einer in Teilzeit. Beide arbeiten in einem Unternehmen, in der Beratung. Und irgendwann heißt es ja, sie werden befördert, weil sie Neugeschäft reingebracht haben. So, beide sind gleich lang da und beide sind in ihrer Zeit relativ erfolgreich. So. Der Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiterin, die natürlich nur ungefähr zur Hälfte in Relation zu dem, was der Vollzeitmitarbeiter reingeschafft hat. Und dann geht es darum, wer soll befördert werden. Und beim Unternehmen oder beim Selbstständigen wird man natürlich immer schauen, ja, wer hat denn in Summe mehr reingebracht? Ja, der hier Vollzeit arbeitet und abends um 10 Uhr noch im Büro sitzt. So. Und dann fängt es nämlich an. Warum wird jetzt möglicherweise der in Vollzeit arbeitet, befördert und der in Teilzeit arbeitet, nicht? Ja? Laut Papier, laut Recht dürfte das ja eigentlich nicht sein. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt selbstständiger Rechtsanwalt, selbstständiger Wirtschaftsprüfer. Wen würden Sie befördern? Der Teilzeit arbeitet oder der Vollzeit arbeitet? Und dann, anderes Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere das mal, vielleicht mal aus dem Freundeskreis gehört. Wenn Sie, also das ist die eine Frage, Beförderung. Und wie sieht das denn überhaupt so aus? Wo ich das konkret gehört habe, ist, Gott sei Dank hier nicht in Leipzig, aber das wird sicherlich überall so sein, Ärzte, Klinikum. Sie arbeiten in der Klinik, Uniklinik, wie gesagt, nicht hier in Leipzig, Gott sei Dank, aber woanders. Und sind da Arzt. Der eine arbeitet in Teilzeit und der andere arbeitet in Vollzeit. Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Mobbing gibt. Also wenn Sie als Arzt im Klinikum da auf die Idee kommen, Teilzeit zu arbeiten, suchen Sie sich schon mal eine Praxis, in die Sie nach ein paar Jahren wechseln wollen. Weil gerade der Klinikbereich ist so extrem archaisch-hierarchisch und da geht man einfach davon aus, am oberen Ende sitzt der Chefarzt, der verdient richtig Cash. Unten sitzen die Assistenzärzte und die Oberärzte und die arbeiten sich dann mit einer 70-80-Stunden-Woche an Weihnachten und Neujahr arbeiten sie sich noch die Finger rund. Und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, ich mache hier Teilzeit. Ich bin um 13 Uhr zu Hause. Ja. Da zählt auch das Argument, ich verdiene ja hier auch nur die Hälfte des Geldes nichts. Da werden die anderen Kollegen werden sagen, ja schön, aber ich arbeite hier trotzdem 70-80 Stunden. Verziehe ich mal schön mit deiner Teilzeitstelle. Und spätestens da hört es auf. Da wird gemobbt und da werden die Beförderungen bleiben aus. Und dann wird man sagen, okay, ich gehe wieder auf eine Vollzeitstelle. Oder nach ein paar Jahren wird man sagen, ich suche was anderes. Da werden sie nicht glücklich. Also es gibt Bereiche, gerade da, wo wahnsinnig viel gearbeitet wird, wo auch sehr gut bezahlt wird und wo die Aufstiegschancen sehr hoch sind und sehr gut sind. Da kann es zwar sein, dass Teilzeitmitarbeiter nicht diskriminiert werden dürfen, aber faktisch passiert das. Da sollte man sich keinerlei Illusionen machen. Und Sie haben auch Anrecht auf Umwandlung einer Vollzeit in eine Teilzeitstelle. Also Sie können es erzwingen, aber auch das ist natürlich keine gute Strategie, wenn Sie merken, es gibt da erhebliche Widerstände. Auf dem Papier sieht das alles schön aus, aber praktisch ist das schon manchmal recht schwierig. Da wiederum ist der öffentliche Dienst perfekt. Weil im öffentlichen Dienst gehen sie auf eine Teilzeitstelle und dann wird einfach gesagt, dann haben wir eine halbe Stelle frei. Wir suchen uns jemanden, der die zweite halbe Stelle füllt und dann gibt es eine Teilzeitvertretung. Wunderbar. Also im öffentlichen Dienst läuft das wunderbar. Aber warum? Weil das aufgrund der fehlenden Beförderungsstufen und aufgrund der fehlenden Verhandelbarkeit des Gehaltes da nicht so ein Hauen und Stechen ist. Aber gerade, also suchen Sie das mal. Teilzeit. Anwaltskanzlei. Ja, das ist immer ein riesiges Thema. Ja? Ob da jemand, der auf einer Teilzeitstelle ist, tatsächlich bis nach ganz oben rutschen kann. Ja? Schwierig. Genauso stellen sich vor einem Unternehmen einen Vorstand Teilzeit undenkbar. Ja? Dann, also glauben Sie, das macht eine Firma mit und sagt, der Vorstand, der verdient 6 Millionen, dann kriegt er jetzt halt nur 3 Millionen und arbeitet und geht um 13 Uhr. Das ist doch unvorstellbar. Ja? So, also schwierig. Befristete Beschäftigung gibt es als nächstes atypisches Beschäftigungsverhältnis. Das ist ein Vertrag, der läuft halt nur 1-2 Jahre oder kürzer.
Erstens gibt es eine Zeitbefristung. Da muss das Ende des Verhältnisses kalendarisch bestimmt sein. Die zweite Variante ist die, dass Sie eine Zweckbefristung haben, zum Beispiel, dass der Arbeitsvertrag nur läuft, bis eine gewisse Arbeitsleistung erbracht worden ist. Dann ist auch der Arbeitsvertrag befristet. Es ist auch ein riesiges Thema. Beispielsweise gibt es an den Universitäten und Fachhochschulen gibt es entsprechende Sondergesetze. Das hat schon den schönen Namen Wissenschaftsarbeitszeitgesetz oder Wissenschaftsarbeitszeitgesetz, so nennt sich das. Das regelt beispielsweise, dass wissenschaftliche Mitarbeiter nur maximal so und so viele Jahre angestellt sein dürfen, vor und nach der Promotion. Und dann ist jetzt noch ein zusätzliches Gesetz dazugekommen oder eine gesetzliche Regelung, das aber irgendwie nicht mehr unbegründet befristet werden darf. Ja, also ich darf jetzt als Staat nicht mehr ohne Grund einen Arbeitsvertrag befristen. Gleichzeitig gibt es aber ein Gesetz, das sagt, aber nach 6 Jahren ist Schluss. Ist ein bisschen idiotisch, weil das sich natürlich völlig widerspricht, aber nun gut. Ja, genau. Für eine Befristung muss gemäß des Teilzeit, wo hatten wir es, Teilzeit- und Befristungsgesetzes ein sachlicher Grund gegeben sein. Erkrankung, vorübergehender Arbeitsbedarf, Probezeit, unmittelbare Anschlusstätigkeit an Ausbildung bzw. Studium oder Nebenbeschäftigung eines Mitarbeiters sind Sachgründe, die akzeptiert werden. Wenn Sie jetzt einfach nur sagen, ich habe zu wenig Geld oder ähnliches, oder ich will mir das mal anschauen, ist halt nicht ausreichend für eine Befristung. Liegen keine sachlichen Gründe vor. Darf die Befristung maximal 2 Jahre betragen und innerhalb dieser Höchstgrenze nur 3-mal verlängert werden? Das ist etwas, das betrifft den Grenzbereich, sagen wir mal, zwischen Abiturienten und frischen Studien oder Studienanfängern auch und Studiumsabsolventen. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, dass in manchen Branchen es gang und gäbe ist, dass man sie als Praktikant einstellt und dann nochmal als Praktikant und dann auf einer befristeten Stelle nochmal ein Jährchen und nochmal ein Jährchen und nochmal ein Jährchen. Und das ist auch etwas, was schwierig ist. Ich hoffe jetzt mal, dass Sie das nicht betreffen wird. Ich kenne das selber aus dem Freundeskreis ganz extremst aus der Medienbranche. Wenn Sie also den großen Traum haben, irgendwann mal im Bereich Medien, PR, Werbung zu arbeiten, machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie erstmal 5 Wanderjahre hinlegen müssen und von Praktikum zu Praktikum handeln. Und da ist es halt auch so gang und gäbe, weil da so wenig Geld drinsteckt, aber es so viele Arbeitskräfte gibt, dass die Firmen es sich erlauben können, dass man sagt, ich stelle sie jetzt erstmal befristet ein und nochmal befristet und nochmal befristet. Und da gibt es gesetzliche Regelungen, die dann irgendwann vorsehen, dass sie nicht einfach von befristetem Arbeitsvertrag zum nächsten befristeten Arbeitsvertrag weitergereicht werden können. Praktika nebenbei ist ähnlich. Auch so eine Unart von Firmen, Hochschulabsolventen einfach nur als Praktikanten Deluxe einzustellen, weil die billiger sind. Da gibt es mittlerweile so Branchenauszeichnungen und Selbstverpflichtungserklärungen der Unternehmen, dass sie als Fair Company ausgezeichnet werden, wenn sie beispielsweise sich bereit erklärt haben und sich verpflichtet haben, nicht Hochschulabsolventen als Praktikanten einzustellen. Es gibt Unternehmen, die sind trotzdem Fair Company und machen das trotzdem, aber das sind Sonderfälle. Mein ehemaliger Arbeitgeber, eine Beratungsgesellschaft, die macht sowas trotzdem. Aber wissen Sie warum? Die sagt, normalerweise machen wir das nicht, aber wir stellen sehr häufig sehr viele Absolventen ein, die ein paar Monate überbrücken möchten bis zur Promotion. Die stellen sehr viele Physiker ein und die sagen eben, ein Master-Absolvent in Physik hat keine Ahnung von Wirtschaft. Die promovieren aber auch alle und wenn die gerade mal 6 Monate Zeit haben zwischen Studium und Promotion, dann wollen die vielleicht mal ihr erstes Praktikum in der Wirtschaft machen und dann müssen die natürlich, sollen die ja auch bezahlt werden. Und dann vereinbaren letztlich Firma und Student, dass die, obwohl die ein Masterstudium haben, abgeschlossen, dass die dann beispielsweise auch ein Praktikum machen und auch mit dem Praktikantengehalt einigermaßen happy sind. Aber üblicherweise gibt es da eben sonst auch Probleme, dass sie da auch irgendwann Reputationsverluste haben, weil man irgendwie, weil es sich rumspricht, dass sie Praktikanten ausbeuten als Unternehmen. Gut. Genau. Und die Befristung gilt nur mit Befristungsgrund und ansonsten eben maximal 2 Jahre. Also das können Sie nicht ad infinitum treiben.
Nächstes atypisches Beschäftigungsverhältnis ist das Personalleasing, die Leiharbeit. Was passiert da? Ein Arbeitgeber, der Verleiher oder ein Zeitarbeitsunternehmen überlässt einem Dritten, dem Entleiher, seine Mitarbeiter, seine Arbeitnehmer zur Erstellung einer bestimmten Arbeitsleistung. Das sind die Leiharbeitnehmer. Eine zeitlich unbefristete Überlassung des Mitarbeiters ist erlaubt. Leiharbeiter sind häufig ehemalige Arbeitslose, für die das eine Möglichkeit bietet, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Arbeitnehmerüberlassung erfordert eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit und prinzipiell sollte der Leiharbeitnehmer die gleichen Arbeits- und Lohnbedingungen wie die Arbeiter beim Entleihunternehmer erhalten. Das Prinzip des sogenannten Equal Pays. Das ist die Theorie. In der Praxis haben Sie eher das Problem, dass die Leiharbeiter weniger Geld bekommen und quasi es also so aussehen würde, wenn ich jetzt Automobilhersteller bin, dann schaue ich mir jetzt hier die drei Drittel an, sie entlasse ich. Sie sind dann arbeitslos, dann kommt eben eine Personalarbeitsfirma auf Sie zu, stellt Sie ein und dann entleihe ich Sie alle wieder. Sie kommen wieder alle in Ihren Arbeitsplatz und verdienen hinterher weniger. So. Das ist häufig die Praxis bei Personalleasing und bei Leiharbeitern. Eine sehr gute Idee, mit die, dass ich sage, wenn ich kurzfristig Mitarbeiter brauche, gerade im technischen Bereich, ja, also sagen wir mal bis Stufe Geselle, Meister, ich hole mir da keine Berater, ja, das ist dann eh ein anderes Segment. Aber wenn ich Fachkräfte kurzfristig benötige für einen Auftrag, sagen wir mal 2 Monate, und danach weiß ich aber, die Mitarbeiter haben danach nichts mehr zu tun, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich stelle sie alle jetzt ein mit dem Arbeitsvertrag, kann auch sein, dass ich das befriste, ist aber auch schwierig. Aber ich weiß, nach diesem Auftrag, nach diesem Projekt muss ich sie alle wieder entlassen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, ist für sie auch relativ schlecht. Oder aber sie arbeiten fest, dauerhaft bei der Leiharbeitsfirma. Und wenn ich weiß, ich habe einen Auftrag, dann hole ich sie alle kurz rein. Wenn ich sie alle auch gleich bezahle, wäre das super. Das ist die Theorie. Und deswegen hat man sich als Staat auch irgendwann überlegt, man muss die Leiharbeit erlauben und ausweiten. Das hat leider über die letzten 20 Jahre eben so Blüten getrieben, dass gerade große Automobilhersteller einfach ganze Fertigungsstraßen rausgeschmissen haben und haben dann die gleichen Mitarbeiter einfach über die Zeitarbeit wieder reingeholt und die arbeiten da fest. Und das seit Jahren. Das ist ja unbefristet, unbegrenzt möglich. Und damit kann ich Personalkosten sparen. Und das ist dann so der Punkt, wo man leider sagen muss, ja, was soll das Unternehmen denn auch sonst machen? Ich meine, das Unternehmen, im Grunde genommen, jedes Unternehmen versucht, seinen Gewinn zu maximieren, genauso wie Sie auch Ihr Einkommen maximieren möchten. Da kann man jetzt nicht unbedingt den Unternehmen die moralische Keule auf den Kopf hauen. Müsste man eigentlich sagen, ja, wenn das so ist, dann muss der Staat reagieren. Ja? Es ist eine Kleinigkeit, dass der Staat daher geht und sagt, dann passen wir die entsprechenden Gesetze an, mit allen Konsequenzen, die das möglicherweise hat, dass dann vielleicht die Arbeitslosigkeit wieder hochgeht. Ich will auch nicht sagen, dass das immer so ist. Ich glaube, das ist ein kleiner Bereich, wo das wirklich auch ausgenutzt wird. Und was das größte Problem ist, bei gleicher Bezahlung auch, ist, glaube ich, die Tatsache, dass da einfach dauerhaft große Mitarbeiterkontingente einfach ersetzt werden. Und das ist für mich ein Etikettenschwindel. Das ist nicht mehr das Prinzip der Leiharbeit, sondern das ist irgendeine Ausweichbewegung des Unternehmens. Und wenn es einfach nur darum geht, diesen Mitarbeiter leichter wieder nach Hause schicken zu können. Leiharbeit ist in meinem Sinne ökonomisch sinnvoll, wenn es darum geht, wirklich Auftragsspitzen, kurzfristige Spitzen in der Auslastung meiner Produktion oder meines Unternehmens abfangen und abfedern zu können. Und das sollten Leiharbeitsfirmen leisten. Wenn ich aber eigentlich sage, ich tausche hier einfach nur das Etikett bei meiner festen Belegschaft aus, vorher waren sie bei mir beschäftigt, jetzt laufen sie halt über die Leiharbeitsfirma. Das ist nicht mehr Sinn und Zweck der Leiharbeit. Und wenn sie dann noch schlechter bezahlt werden, ist es noch schlechter. Aber klar, die Flexibilität ist natürlich auch genauso wichtig. Gut, das ist Leiharbeit, Personalleasing. Achten Sie einfach mal drauf, wenn Sie hier in irgendeiner Stadt durch die Innenstadt laufen, überall sieht man auch mal von den gängigen großen Personalleasingfirmen so
Büros und die haben dann im Schaufenster 1000 Jobangebote. Ne? Gabelstapler, Lagerist, Disponent und ähnliches. Also da sehen Sie dann die ganzen Angebote von den Leiharbeitsfirmen. Ja. Genau, das habe ich jetzt eigentlich schon. Dann haben wir noch die Scheinselbstständigkeit als weitere atypische Beschäftigungsform. Ja? Ist das Prinzip. Ne? Aber auch da ist das Problem, selbst wenn der zurückgegeben wird, wir reden ja hier in der Regel über entweder ungelernte Arbeit oder Fachkräfte mit einer Ausbildung und ein bisschen Berufserfahrung, da ist es halt auch kein Problem, einfach dann kurz vor den 18 Monaten dann zu sagen, du bist raus, dann kommt der Nächste. Ne? Also es ist nicht wie in einer Beratung, wo Sie jemanden haben, der wirklich sich eingearbeitet hat, passt genau auf diese Stelle und unabdingbar ist. Deswegen, da haben sie dann auch sofort eine andere Bezahlung. Scheinselbstständigkeit, was ist die Scheinselbstständigkeit? Kennt da jemand ein Beispiel für? Ich kenne ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja? Ryanair? Ja. Ja, weiß ich nicht, machen wir das so? Okay. Erklären Sie doch mal das Prinzip, wie das läuft. Ob das jetzt bei da läuft, ist. Aber wie kann das Theorie, wie könnte das Unternehmen das anstellen und was macht es da? Dass der eben selber am Markt die Leistungen anbietet und für jeden Zug dann einzeln den Auftrag kriegt, dass er eben von da nach da fliegen soll. Ja. Und wenn er dort ist, wie. Dann ist er ein Selbstständiger. Also ich kann ja, machen das Beispiel mal, ich bin selbstständiger Pilot und ich sage, ich fliege für 2000 Euro, fliege ich. Ich habe einen Stundenlohn von 1000 Euro. Für jede Stunde Flug möchte ich 1000 Euro. Dann bin ich selbstständig, wie ein Anwalt oder ein Wirtschaftsprüfer oder ein Arzt. Und dann habe ich am Ende des Jahres, habe ich in meiner Einkommensteuererklärung, gebe ich an, ich bin 100 Stunden geflogen, mache 100.000 Euro, versteuere ich, Einkommensteuer, fertig. Das Unternehmen hat dann möglicherweise hier 100.000 Euro für Pilotenstunden eingekauft und gibt dann in der Steuererklärung eben an, Kosten 100.000 Euro. So. Der Selbstständige hat nicht in die Rentenkasse eingezahlt, muss sich privat krankenversichern. Das Unternehmen hat natürlich den Vorteil, dass es sagt, ja, ich habe einfach nur diese Dienstleistung eingekauft, ich muss hier niemanden einstellen, ich muss keine Abgaben geben und was ist jetzt, ist eine Selbstständigkeit, was ist jetzt das Problem? Derselbe Arbeitgeber. Und das Beispiel mit dem Piloten ist schon natürlich auch ein bisschen speziell. Ich selber kenne das von Zeitungen. Hat jemand mal von Ihnen bei einer Lokalzeitung gejobbt? Irgendwie so was gemacht. Ist das nicht mehr üblich? Gibt es wohl nicht mehr. In meiner Schulzeit war das noch so üblich. Da hat jeder mal irgendwie beim Kanickelzüchterverein irgendwie ein bisschen irgendwie eine Jahressammlung besucht und hat dann mal geschrieben darüber. Die Redaktion dieser Lokalzeitung ist eine große in NRW. Und das war 2000, 2001, das ist auch schon ein bisschen her. Das Prinzip damals sah so aus, die Redaktion bestand aus 4 Mitarbeitern, 4 Redakteure für den ganzen Kreis. Die waren fest angestellt und dann gab es bestimmt 10, 12 freie Mitarbeiter. Die freien Mitarbeiter sind die ganze Woche sind die rumgetourt und haben die ganzen Termine gemacht. Die Redakteure saßen nur im Büro und haben ein bisschen gelayoutet und haben den Satz gemacht. Und die freien Mitarbeiter sind dann überall rumgetingelt. Und ich weiß, ich habe für, sagen wir mal, so eine Kolumne, so eine Spalte, habe ich 30 Mark bekommen. Wenn es ein bisschen länger war, 40 Mark. Ich war nicht sozialversichert, war mir auch egal, ich war ja Schüler, aber ich habe keine Sozialversicherung gehabt. Das artete bei einigen meiner Kollegen so aus, die waren dann schon mit dem Studium fertig, die hatten dann schon irgendwas studiert und die arbeiteten da als Selbstständiger so fest in der Redaktion, die hatten ihren festen Arbeitsplatz, die hatten ihre festen Arbeitszeiten, die wussten ganz genau, an welchen Tagen, nämlich am Wochenende, sie die ganze Zeitung fertig machen mussten. Und da war kein Unterschied zu sehen zwischen den Mitarbeitern, den Redakteuren, die festangestellt waren, die sozialversichert waren, und den Leuten, die da selbstständig gearbeitet haben
und die dann mit 35 immer noch keinen Euro in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Das ist die Scheinselbstständigkeit. Wenn Sie also letztlich hier so stark organisatorisch von einem Arbeitgeber abhängig sind, dass das nicht mehr eine freie Selbstständigkeit ist, sondern da letztlich nur ein Weg ist, um Sie, um letztlich Personalkosten zu sparen, Lohnnebenkosten zu sparen. Denn das Unternehmen hat weniger bezahlt. Das Unternehmen hat natürlich nur das bezahlt, was es letztlich auch so für Sie an letztlich Arbeitseinkommen ausgezahlt hätte und hat sich dann die Sozialversicherungsabgaben gespart. Ist nicht erlaubt. Ne? Und lesen Sie das mal. Zeitungen, Scheinselbstständigkeit. Finden Sie sofort im Internet tausende Artikel zu, weil das gerade auch natürlich von Verdi, ich glaube, Verdi ist zuständig, auch von den Gewerkschaften hochgradig kritisiert worden ist. Ne? Ist jetzt nicht mehr so ein Problem, weil die Zeitungen sind eh alle kaputt. Also von denen, da gibt es heutzutage eh nur noch zwei Redakteure, die machen da den Internetteil und das war's dann. Aber das ist da ein großes Thema. Weitere Art Typ, ja. Ja? Also wenn man quasi als, es kommt auf die Ausgestaltung des Vertrages an, aber es geht in die Richtung, ne, dass man dann nur, wenn man selbstständig arbeitet, aber dann letztlich nur für einen Arbeitgeber, also da geht man das Spielchen durch. Letztlich, der Mann wäre ja dann quasi so eine Art Versicherungsvertreter. Ja. Der sollte ihm die Versicherungsverträge verkaufen. Es gibt bei den Versicherungen bestimmte Arten, wie so der Vertrieb ausgestaltet ist, ne? Aber letztlich sind sie dann zum Beispiel Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, da gibt es auch Abgrenzung. Und dann stellt sich halt die Frage, machen Sie das nur für das eine Unternehmen oder können Sie theoretisch auch den Kunden andere Verträge verkaufen? Wenn jetzt natürlich die Versicherung sagt, du darfst aber nur für uns unsere Verträge verkaufen und nichts anderes und kriegst ja auch noch einen Arbeitsplatz und so weiter, dann kommen Sie ganz schnell in die Scheinselbstständigkeit. Das Schwierige ist daran, Sie sehen ja, es gibt da nicht die klare Grenze. Also zum Beispiel bei den Zeitungen war es halt, ich war selbstständig, ich hätte aber auch für jede andere Zeitung arbeiten können. Es war meine freie Entscheidung, ich gehe nur zu denen. Ich mache das nebenberuflich und ich mache dann nur zwei, drei Sachen am Wochenende, das war's. Bei mir war das eine reine Selbstständigkeit. Und wenn ich am Wochenende keine Lust hatte, bin ich hingegangen. Wenn ich aber jetzt den gleichen, wenn ich jetzt weitergemacht hätte, hätte man wahrscheinlich auch mir gesagt, ach, du machst das so gut, willst du nicht hier noch einen Arbeitsplatz haben? Du hast deinen Computer hier stehen. Und dann machen wir es so, wir tragen dich in den Wochenarbeitsplan ein. Du bist dann immer Freitag, Samstag bist du hier. Und dann kommen sie so schließend in diesen Übergang zur Scheinselbstständigkeit. Und deswegen ist das auch für die Gewerkschaften so schwierig, da was gegen zu machen. Weil sie müssen dann im konkreten Fall genau schauen, ist das jetzt noch wirklich selbstständig oder ist das nicht doch schon eine Scheinselbstständigkeit? Ne? Aber es ist ein gutes Beispiel. Gerade so Finanzdienstleister sind eben auch berühmt-berüchtigt dafür, dass sie ihre Mitarbeiter und leider auch eben auch Hochschulabsolventen da gerne ein bisschen ausforschen. Weiß ich nicht, weil ich kein Jurist bin. Ich weiß eben nur, dass das ist halt genau das Problem, ne? Dass es nicht erlaubt ist, welches nicht erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob Sie darauf einen Anspruch auf Festanstellung haben. Dafür sind die Gesetze nicht gut genommen. Was aber klar ist, ist natürlich, wenn die Gewerkschaften das sehen und das in den Sinn bekommen, dass der Arbeitgeber da verklagt wird und das unterlassen muss, fehlen sich die Arbeitskräfte. Und dann würde ich sagen, dann ist er natürlich zwangsläufig dazu gezwungen, irgendwie die Arbeit anderweitig reinzubekommen. Idealerweise durch eine Festanstellung. Ob man da einen Rechtsanspruch drauf hat, das weiß ich selber nicht. Aber wenn Sie sagen, da ist geklagt worden, gehe ich mal davon aus, dass man das wahrscheinlich dann erwirken kann. Ne?
Also Scheinselbstständigkeit ist heikel. Ne? Das ist, ja. Leider muss man aber auch eins sagen, das Problem ist, das wird halt nur gemacht in Branchen, in denen es sowieso schon so prekäre Arbeitsverhältnisse gibt. Ne? Also Zeitung, warum haben die Zeitung das denn gemacht? Sie müssen sich das mal vor allem überlegen. Die Redakteure, die da in der Redaktion gearbeitet haben, die tarifrechtlichen Gehälter, die wurden da veröffentlicht, die hingen da aus. Und da konnte man genau sehen, der Redaktionsleiter, der 2000, hat er damals schon fast 5000 Euro brutto verdient. Also die sind mit dicken Gehältern da rausgegangen und direkt nebenan saßen die Leute, die haben den gleichen Job gemacht, die mussten gucken, wie sie ihre Miete bezahlen können. Ne? Aber das haben die Zeitungen ja auch nicht gemacht, weil es denen so gut ging, sondern die sind da auch über Jahre reingerutscht, weil die immer mehr über das Internet an Abonnenten verloren haben. Das ist aber jetzt erst in den letzten Jahren so streng verfolgt worden. Also ich weiß das aus meiner ganzen Welt, dass wir ganz viele lokale Bauern, Ja. Da wurde das halt nie wirklich verfolgt. Nee, klar. Also das also ich kenne das aus der Medienbranche, da ist das halt seit 20 Jahren schon ein Thema. Aber das Problem ist natürlich, wie soll man das nachweisen? Und eigentlich können das nur die Gewerkschaften, glücklicherweise nur die Gewerkschaften machen, weil wenn Sie da jetzt sitzen in so einer Redaktion, Sie sind ja froh, dass Sie überhaupt da arbeiten können, mit der Aussicht, vielleicht in 10 Jahren mal eine Festanstellung zu bekommen, dann verklagen Sie noch nicht den einzigen Arbeitgeber, der Ihnen da möglicherweise die Stelle anbietet. Das ist klar. Gut. Nächster Punkt, Heimarbeit, Homeoffice. Auch relativ einfach erklärt, Sie können von zu Hause aus arbeiten. Punkt. Ne? Person arbeitet erwerbsmäßig allein oder mit ihren Familienangehörigen im Auftrag von Gewerbetreibenden. Die Verwertung der Arbeitsergebnisse obliegt jedoch dem Auftraggeber. Arbeitnehmer bestimmen Arbeitszeit und Arbeitsumfang. Das kann also jetzt so etwas Albernes sein, dass Sie zu Hause sitzen und irgendwelche für irgendeinen Arbeitgeber zu Hause Briefe kleben oder ich weiß nicht, sie kleben irgendwie zwei Bauteile zusammen, sie kriegen die nach Hause geliefert und basteln die zusammen. Also das ist jetzt in deren Sinne Heimarbeit. Heimarbeiter sind gemäß Arbeitsförderungsgesetz Arbeitnehmer, zumeist liegt aber eher eine geringfügige Beschäftigung vor, das werden wir gleich sehen. Davon zu unterscheiden ist das klassische Homeoffice in einem Angestelltenverhältnis, wenn Sie Telearbeit machen. Telearbeit heißt tatsächlich, Sie haben zu Hause Ihren Rechner stehen, Sie haben üblicherweise über ein Virtual Private Network, also einen VPN-Kanal, haben Sie einen sicheren Zugang auf das Unternehmensnetzwerk und arbeiten dann quasi nicht aus Ihrem Büro, sondern Sie arbeiten von zu Hause. Gibt es mittlerweile und stark steigend in vielen Bereichen, weil man einfach sehen kann, man arbeitet von zu Hause einfach produktiver, man ist glücklicher, man fühlt sich dabei wohler. Die Arbeitsleistung leidet nicht wirklich darunter, ist teilweise sogar noch höher. Und sie sind flexibler. Und das ist dann halt die Frage, wie das ausgestaltet wird, ob der Arbeitgeber das mitmacht. Führt auch nicht immer zu Sympathiepunkten, wenn 5 Mitarbeiter in der Abteilung im Büro sitzen. Und ein Mitarbeiter dann irgendwie Telearbeit macht und sagt, ich sitze jetzt in Unterhose zu Hause. Ne? Und was sind das für Tätigkeiten? Sehr häufig Programmierarbeiten, Softwareentwicklung. Ich kenne auch jemanden, die arbeitet einen Tag die Woche, programmiert die von zu Hause aus. Warum braucht der auch? Also wenn Sie selber was programmieren und das alleine machen, dann müssen Sie nicht die Kollegen nebenan sitzen haben, da brauchen Sie Ruhe, das können Sie von zu Hause aus machen. Datenerfassung, Telefonmarketing, Kundenberatung, das kann man alles von zu Hause auch machen und dann haben Sie Telearbeit. Häufig ist das eben auch alternierend, dass Sie mal im Büro, mal von zu Hause aus arbeiten. Vorteil ist die Verbesserung der Arbeitermotivation, weil Sie Beruf und Familie leichter miteinander verbinden lassen können. Nachteilig ist der idealerweise einmalige Aufwand, dass Sie das zu Hause alles einrichten müssen. Dann geringfügige und kurzfristige Beschäftigung. Das ist ein Sammelbegriff für viele Tätigkeiten, die geregelt sind im SGB IV. Fangen wir an mit der geringfügigen Beschäftigung, den sogenannten Minijobs. Die Entlohnung überschreitet nicht die Grenze von 450 Euro im Monat. Ist eingeführt worden unter Rot-Grün, dass man sich überlegt hat, wir brauchen neben dem klassischen Fall
Sie sind fest angestellt oder vielleicht zu 50% angestellt mit voller Sozialversicherungspflicht, brauchen wir Beschäftigungsformen, die für geringfügige Tätigkeiten günstig auch eine Beschäftigung ermöglichen. Und das ist die ominöse 450-Euro-Basis. Ja, gehen Sie mal an der Bäckerei vorbei, da steht, suchen Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis, das ist ein Minijob, das ist eine geringfügige Beschäftigung. Weiter, kurzfristige Beschäftigung, Saisonarbeit, übersteigt nicht die Dauer von 2 Monaten oder 50 Arbeitstagen. Das sind die Saisonarbeiter, die für Spargelstechen rangeholt werden. Da macht es ja auch nicht einen Sinn, solche Arbeitskräfte 12 Monate im Jahr zu beschäftigen und die sitzen dann 10 Monate nur rum. Also, da haben wir kurzfristige Beschäftigung. Die Beschäftigung kann zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt werden. Das ist der Fall, wenn Sie dann mehrere Jobs haben. Und für den Arbeitnehmer ist der Minijob, also die 450 Euro geringfügige Beschäftigung, steuer- und sozialversicherungsfrei. Jeder weitere Minijob wird dann mit der Haupttätigkeit zusammengefasst. Der Arbeitgeber muss pauschal 25% des gezahlten Arbeitsgeldes abführen. Kurzfristige Beschäftigungen sind lohnsteuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei. Das ist der Grund, warum Arbeitgeber das so sexy finden, weil die im Vergleich, ja, man könnte auf dem Papier könnte man ja einfach eine Rechnung anstellen. Ich sage jetzt einfach, 40 Stunden wäre ein normaler Arbeitsvertrag, das ergibt das und das Gehalt. Könnt ihr auch einfach sagen, ich stelle jetzt einfach 5 Leute ein auf jeweils einer Fünftelstelle oder 4 mit jeweils 10 Stunden und dann lande ich am Ende bei quasi 4 Minijobs und habe am Ende das gleiche Gehalt raus. Ja, eben nicht. Bei den Minijobs spare ich eben als Arbeitgeber ein bisschen was ein, deswegen, wenn ich weiß, ich habe eine geringfügige Beschäftigung, ich möchte da jemanden nur für ein paar Stunden beschäftigen, dann ist das hier bis zu der Grenze ist das dann steuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei und dadurch für den Arbeitgeber attraktiv. Meinen Sie bei der Saisonarbeit? Oder kurzfristig? Okay, haben wir da 70 raus. Das sind sowieso die Folien, wo ich jedes Jahr immer alles penibels durchschauen muss, was sich mittlerweile wieder geändert hat, weil da auch die Grenzen gerne mal hochgesetzt werden. Sozialversicherung geht jedes Jahr hoch. Ne? Also die Bemessungsgrenzen. 450 Euro stimmt aber noch. So. Dann gibt es Midi-Jobs. Was ist das? Das kennen die wenigsten. Den Minijob, die geringfügige Beschäftigung, die kennt jeder. Ja, wenn Sie irgendwann mal irgendwo einen Nebenjob gehabt haben, als Schüler oder Student, dann kennen Sie das. Ne? Minijob ist eine weitere Ausgestaltung von einem Niedriglohnjob. Arbeitnehmer erhält einen Bruttolohn zwischen 450 und 850 Euro. Und im Gegensatz zum Normalarbeitsverhältnis zahlen die Arbeitnehmer den Arbeitnehmeranteil an der Sozialversicherung nicht vollständig und der Betragssatz, der steigt langsam. Bei 450 Euro ist er noch bei 0 und wenn Sie da drüber sind, steigt das langsam an, bis Sie bei 850 Euro dann den normalen Arbeitnehmeranteil zahlen müssen. Der Arbeitgeber zahlt unabhängig vom Bruttolohn den gleichen Arbeitgeberanteil in die Sozialversicherung. Der ist aktuell konstant 19,325% und ich hoffe auch, dass der Prozentsatz immer noch stimmt. Ich habe die Folie ja letztes Jahr gemacht, kann möglicherweise sein, dass es wieder zum 1. Januar geändert hat. Muss ich beim nächsten Mal daran denken, dass ich das schon antizipiere, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich wieder geändert haben. Was ist da die Idee? Die Idee ist, 450 Euro, das ist der Minijob. Der soll soweit von den Nebenkosten entlastet werden, dass möglichst viele Arbeitgeber überhaupt erstmal Leute wieder einstellen. Können wir jetzt positiv und negativ sehen? Negativ könnte man sagen, da werden die ganzen armen Arbeitnehmer werden ausgebeutet. Positiv hören jetzt auch die Vertreter, letztlich ist das ja auch Sinn, dass die ganzen Sozialreformen unter Hartz IV und unter Rot-Grün, positiv könnte man jetzt sagen, na, was ist denn die Alternative? Dann sind sie halt arbeitslos. Ne? So. Also alle diese geringfügigen Beschäftigungen sind und auch die Ausgestaltung der Minijobs sind so angelegt worden damals, dass man gesagt hat, wir wollen überhaupt dieses Riesenheer an damals 4 Millionen Arbeitslosen, wir wollen die erstmal wieder überhaupt in die Beschäftigung führen. Und wenn ich anfangs für 450 Euro arbeiten, ist das schon mal besser als Arbeitslosigkeit. Und dann geht es so langsam hoch und dann können die zusammen aufstocken und dann haben die dann irgendwann auch einen Minijob. Und wenn sie dann irgendwie über diese Grenze kommen, sind sie dann auch irgendwann wieder voll in der Sozialversicherung drin. Das ist die Idealvorstellung. Ja. Aber trotzdem, ich stelle mir vor, da kann man einen zweiten Minijob,
wird angerechnet. Ja, nur so macht es ja auch Sinn. Ne? Also sonst könnten Sie auch sagen, ich habe 10 Minijobs und bin dann quasi Schwarzarbeiter. Wäre ja letztlich das Ergebnis. Sie arbeiten voll und sind raus aus der Sozialversicherung. Ne? Und die Arbeitgeber freuen sich. Das wird angerechnet. Ne? Und die Idee ist halt, wie in vielen anderen Ländern auch, muss man dazu sagen, dass man so einen gleitenden Bereich hat, wo man eben die Lohnnebenkosten prozentual so langsam ansteigen lässt, sodass es einen Anreiz auch gibt für die Arbeitgeber, in diesem Niedriglohnsektor Leute erstmal einzustellen. Und dass man idealerweise dann aus der Arbeitslosigkeit in diesen Niedriglohnsektor kommt und dann langsam aufsteigt. Praktisch ist das natürlich ein anderes Thema. Das sind generell die Beschäftigungsformen, die wir hier in Deutschland kennen. Also die geringfügige Beschäftigung, Minijob und dann irgendwann die reguläre Standardbeschäftigungsform und dann in den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen. Die wollen wir uns jetzt als nächstes mal anschauen. Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen. Sie können eine starre Arbeitszeit haben. Das ist der 9-to-5-Job. Um 9 Uhr müssen Sie im Büro sein und um 5 Uhr gehen Sie und zwischendurch können Sie eine halbe Stunde Pause nehmen. Dann gibt es die flexible Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist einfach ein Gestaltungsparameter und Sie haben eine höhere Zeitsouveränität als Mitarbeiter, damit Sie auch motivierter sind. Oder die Arbeit dann humaner gestaltet ist. Und dann können Sie sich die Arbeitszeit flexibel legen. Sie könnten also theoretisch sagen, ich arbeite jetzt heute 4 Stunden, morgen 12 Stunden und ich wähle mir das aus und am Ende komme ich auf meine Stunden. Und dann gibt es noch die Variante der Gleitzeit. Ja, Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind sind flexibel innerhalb festgelegter Zeitspannen. Wie könnte sowas aussehen? Geben Sie ein ganz konkretes Beispiel für Gleitzeit. Wie könnte das im Arbeitsvertrag aussehen? Ja? Ich entscheide selber, wann ich ins Büro komme und wann ich gehe am Abend, solange ich meine 40 Stunden in der Woche komme. Genau. Sie haben Arbeitsvertrag von 40 Stunden. Machen Sie es nochmal konkreter. Wie könnte das aussehen? Was würde da im Arbeitsvertrag drinstehen? Ganz typische Bürotätigkeit. Ja, 40 Stunden Woche. Ja, 40 Stunden Woche. Das ist häufig die Ausgestaltung, dass man sagt, zwischen 7 und 20 Uhr müssen Sie Ihre Arbeitszeit erbringen, an 5 Tagen. In Sommer müssen Sie auf 40 Stunden kommen oder auf 36 oder 37, wie auch immer. Und eine Kernarbeitszeit von 10 bis, sagen wir, 14, 10 bis 15 Uhr, dann muss jeder da sein. Ja? Und ob Sie dann um 6 Uhr, um 7 Uhr oder um 8 Uhr kommen, das Ihnen überlassen. Aber wenn Sie natürlich um 8 Uhr kommen, dann bleiben Sie entsprechend länger. Nebenbei habe ich mittlerweile bei meinen ehemaligen Studenten festgestellt, viele finden das total sexy, morgens um 6 Uhr im Büro zu sitzen. Weil sie glauben gar nicht, wie toll das ist, wenn sie so eine Gleitzeit haben. Sie kommen um 6 und sie gehen um 3. Die Alternative ist, sie schlafen aus und dann sind sie um 6 Uhr abends fertig, da ist der Tag gelaufen. Also viele Mitarbeiter sagen tatsächlich, wenn die in der Gleitzeit sind, ich bin früh morgens um 6 Uhr bin ich da, da habe ich Ruhe, da kann ich arbeiten, da baue ich halt eine Tasse Kaffee mehr und bin um 3 Uhr, sagen wir mal, bin ich aber raus. Ansonsten komme ich erst um 6 Uhr abends raus, da ist der Tag gelaufen und Familie und Partner sehe ich eh nicht mehr. Ja? Also das ist Gleitzeit. Ne? Mit einer Kernzeit möglicherweise. Und da gibt es dann auch Präsenz und Ansprechzeiten, Liefer- und Durchlaufzeiten, das ist dann eventuell damit verbunden. Variable Arbeitszeit. Ja, das ist eine gleitende Arbeitszeit, in der keine Kernzeit mehr existiert. Dann gibt es auch Schichtarbeit. Das ist der Einsatz in Branchen, in denen der Produktionsprozess nicht unterbrochen werden kann. Bei Hochöfen, in Kliniken, und dann heißt es zum Beispiel, Sie haben die Frühschicht, Sie haben die Spätschicht, da muss 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet werden, aber dann heißt es zum Beispiel, Sie arbeiten von 8 bis 16, die nächste Schicht von 16 bis 24 Uhr und die Nachtschicht dann von 0 Uhr bis 8 Uhr morgens. Dann haben Sie 3 Schichten, können auch mehr Schichten fahren und ja, das gibt es auch relativ häufig, ist eine hohe Belastung natürlich an den Körper. Also wenn Sie jemanden kennen, der im Schichtbetrieb gearbeitet hat, das
das merkt man nach Jahrzehnten. Ne? Also da ist man körperlich schon angeschlagen. Rollierende Wochenarbeit, eine Variante der Schichtarbeit, bei der freie Tage nach einem bestimmten Rhythmus wechseln. Ne? Gibt es auch. Es muss ja nicht immer nur sein, dass quasi jetzt innerhalb eines Tages Schichtbetrieb gefahren wird, sondern es kann auch sein, dass innerhalb einer Woche oder innerhalb eines Monats Schichtbetrieb gefahren wird. Ne? Arbeitet ein Mitarbeiter mehr oder weniger als die betrieblich, tariflich vereinbarte Arbeitszeit und er auch tarifrechtlich vergütet wird, also er nicht leitender Mitarbeiter ist, dann baut er ein Zeitguthaben oder eine Zeitschuld auf. Und innerhalb eines Abrechnungszeitraums muss der Mitarbeiter insgesamt auf seine Stunden kommen bzw. ein ausgeglichenes Arbeitszeitkonto besitzen. Zwei Varianten gibt es dann am Ende. Wenn Sie natürlich Fehlstunden haben, müssen Sie die abarbeiten, nacharbeiten. Wenn Sie zu viele Stunden haben, Überstunden haben, dann können Sie die üblicherweise abfallen oder Sie können sich die auch auszahlen lassen. Problem ist, auszahlen lohnt sich in den seltensten Fällen, weil das dann relativ stark besteuert wird. Also Sie werden eigentlich immer Freizeit nehmen und dann sagen, ich baue da meine Überstunden ab. Ich kann Ihnen selber aus eigener Erfahrung sagen, so ein Zeitkonto ist, also das kann die Hölle sein. Ich hatte mal ein Praktikum, da hatte ich nichts zu tun. Und das ist, also das ist schlimm, ja, wenn Sie jetzt nicht völlig irgendwie völlig gaga sind, wenn Sie den ganzen Tag irgendwo nur in den Büros rumsitzen müssen und Däumchen drehen und Sie wissen, ich muss auf meine 7,5 Stunden kommen am Tag. Das ist die Qual. Das Schlimme war in dem Bereich auch noch, der Abteilungsleiter, der leitende Angestellte, der hat dann eben, habe ich ja gleich schon mal erzählt, der hat das einen Tag, an einem Tag hat er das mal gebracht, der ist dann irgendwie, weil es Sommer war, super heiß, ist er dann um 3 Uhr gegangen und gesagt, ach, machen Sie nicht mehr so lange, gehen Sie auch mal nach Hause. Ja? Ist rausgegangen und dachte mir so, ach, das ist aber ein netter Chef. Ja? Und dann waren alle stinksauer, weil alle in der Zeiterfassung waren, außer ihm. Und alle da saßen und dachten, ja klar, ich kann um 3 Uhr nach Hause gehen. Dann muss ich halt an einem anderen Tag 4 Stunden länger arbeiten. Ne? Und das, oder 3 Stunden. Also ne, so eine Zeiterfassung ist unangenehm. Und ich hoffe mal, dass Sie alle nicht in diese, in den Genuss einer solchen Zeiterfassung kommen. Ne? Dass Sie alle leitende Angestellte sind, die dann eher sagen, 40 plus X und wenn Sie mal 10, 12 Stunden am Tag arbeiten, dann können Sie auch an einem anderen Tag dann früher gehen. Gut. Ja, Sie können das auch weiterspinnen, diesen Gedanken, und sagen, Sie bauen sich nicht nur so ein Jahreskonto auf, sondern Sie machen ein Lebensarbeitszeitmodell, dass Sie sagen, Sie arbeiten kontinuierlich mehr oder verzichten auch regelmäßig auf einen Teil Ihres Gehalts und dann gehen Sie früher in Ruhestand. Das ist gerade im öffentlichen Dienst ist das sehr beliebt. Vielleicht kennt der ein oder andere das von seiner Schule noch, dass da auch Lehrer schon mal früher in Ruhestand gegangen sind. Es geht, der Staat sagt, du kannst gerne auch 1, 2, 3 Jahre, ich glaube bis zu 5 Jahre geht das, glaube ich, früher in Ruhestand gehen. Du musst dann halt einfach voll arbeiten und so und so Jahre vor der Pension auf Gehalt verzichten. Das heißt, da arbeiten sie dann Vollzeit, kriegen aber nur, sagen wir mal, die Hälfte oder 4/5 des Gehaltes und sie erarbeiten sich dann so ein Zeitkonto, um dann sagen zu können, ich gehe ein Jahr früher in Ruhestand. Das geht. Und auch bei Unternehmen kann man das natürlich aushandeln. Gut. Dann haben sie auf dem Zeitkonto die tatsächlich erfasste, geleistete Arbeitszeit. Das ist die ominöse Stechkarte. Die gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Sie haben häufig eine Chipkarte und irgendwo ein Messgerät. Schauen Sie auch mal hier in der Universität. An manchen Türeingängen in Bürogebäuden der Universität sehen Sie auch, wir haben ja auch in der Universität Zeiterfassung für manche Beschäftigungsgruppen. Und dann sehen Sie da vielleicht an der Wand irgendwo so ein kleines Terminal mit der Uhrzeit aufflickern. Und das ist das Terminal, wo dann die Mitarbeiter, die in der Zeiterfassung sind, hier auch stempeln können. Gut. Ja, und mit einem Beschäftigungssicherungskonto wird der Ausgleich der betrieblichen Produktions- und Arbeitszyklen angestrebt. Da sammeln Sie Zeitguthaben in Boomphasen. Wenn es ein bisschen ruhiger ist, können Sie das wiederum abbauen. Und das, was Sie damit verhindern, als Unternehmer auch, ist, dass Sie einfach zwischendurch Kurzarbeit anordnen müssen oder dass Sie einfach mittendrin Arbeiter entlassen müssen. Das ist etwas zum Beispiel, das machen die Wirtschaftsprüfer und vor allem die Wirtschaftsprüfer häufig gerne. Da ist einfach klar, Sie arbeiten in der Prüfungsphase mehr und im Sommer machen Sie einfach viel Freizeit. Und viel Urlaub auch. Ja. Lebensarbeitszeitkonten sammeln Mitarbeiter ein zeitliches Wertguthaben. Das habe ich schon jetzt erledigt. Ne? Und
Zahlungen sind da halt auch ein bisschen schwieriger, ne, wenn sie es auszahlen lassen wollen. Gibt es Vertrauensarbeitszeiten? Mitarbeiter legen ihre individuell zu leistende Arbeitszeit anhand ihrer Aufgaben und Projekte nach eigenem Ermessen fest. Der Arbeitgeber verzichtet auf Kontrollen, hat jedoch einen Anspruch auf Auskunft über die geleistete Arbeitszeit, darf Stichprobenkontrollen durchführen. Habe ich noch nie gehört, dass ein Arbeitgeber das macht. Also wo das natürlich läuft, ist bei den leitenden Angestellten, wie wir das eben beschrieben haben, 40 Stunden plus X. Aber da glauben Sie mal, da muss der Arbeitgeber muss auch keine Stichprobe durchführen. Wenn Sie bei McKinsey arbeiten und Sie sind da um 8 Uhr verschwunden, dann sind Sie dauerhaft verschwunden. Also da wird man Ihnen ganz schnell sagen, nee, also so läuft es nicht. Ne? Bei leitenden Angestellten haben Sie ja auch nicht den Kündigungsschutz, den Sie sonst als Arbeitnehmer hätten. Ne? Also klar ist, Vertrauensarbeitszeit betrifft jetzt hier in dieser Variante eher den Fall, dass Sie da normale Arbeitnehmer haben. Da kenne ich das eigentlich nicht. Da werden die meisten Unternehmen werden da Zeitkonten führen. Ja, genau. Kann dann auch zu Gruppendruck kommen. Das kenne ich aus der Beratung auch. Es kann halt häufig sein, dass Sie in einem Team arbeiten und Sie haben einfach weniger zu tun. Was machen Sie denn dann? Ja? Gehen Sie früher, dann sind Ihre Kollegen sauer auf Sie. Was ich auch festgestellt habe in der Beratung, ist häufig ein Argument, wir werden hier, nebenbei ist auch wieder schon erwähnt, was meinen Sie, was hat so ein Unternehmen für Sie als Berater pro Tag? Was ist ein Beratersatz? 20.000? Nee, 2.000. 2.000 ist gut, 2.000 pro Tag. So. Und dann holen Sie sich als Unternehmen für Berater rein, 5 Berater, das heißt, Sie geben da 10.000 Euro aus, an dem Tag alleine nur. Da glauben Sie aber mal, wenn Sie sehen, dass die Berater um 5 Uhr abends schon weg sind, dann werden Sie die Berater nicht im zweiten Tag einstellen. Und dann werden Sie sagen, also irgendwas läuft hier schief. Also bei der Beratung ist schon irgendwie die Überlegung auch die, dass die Berater die sind, die am Ende des Tages das Licht ausmachen im Büro. Also da haben Sie nicht nur den Gruppendruck intern, sondern natürlich auch vom Arbeitgeber dann den Druck, dass Sie als Berater, der beschäftigt sind, dass Sie da auch länger arbeiten müssen. Gruppendruck, auch sehr süß. In Japan ist das auch sehr häufig so, dass es da auch üblich ist, dass da keiner vor dem Chef geht. Die japanische Arbeitswelt ist ja sowieso ein bisschen speziell, aber da ist es eben auch noch immer noch so, dass die Mitarbeiter erst dann gehen, wenn der Chef geht. Und wenn der Chef bis 10 Uhr im Büro sitzt, dann gehen alle erst um 10 Uhr abends. Und nächste Überlegung ist die, japanische Firmen, da gab es auch mal diese Urban Legend, dass japanische Mitarbeiter auch länger bleiben im Büro und dann noch Zeitung lesen, weil möglicherweise ja sonst die Konkurrenz mitkriegen könnte, dass die da früher Feierabend machen. Und man einfach nur, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen, einfach nur den Schein wahren wollte, dass da bis 10 Uhr abends gearbeitet wird. Und dann saßen die Mitarbeiter dann abteilungsweise dann noch im Büro, haben Zeitung gelesen, einfach nur, damit die Konkurrenz denkt, oh, die schuften da noch, um Gottes Willen. Das ist Gruppendruck. Auch so etwas ganz Schönes. Also, wenn Sie mal richtig lachen wollen, dann schauen Sie sich mal die Urlaubstage an in Frankreich, in Deutschland und in Japan, Korea und Taiwan. Und dann werden Sie aber wissen, wie glücklich wir es hier eigentlich haben. Urlaub ist ein Konzept, das ist den asiatischen Ländern völlig fremd. Ja, gucken Sie sich mal an, wie viele Urlaubstage Sie als Arbeitnehmer in Frankreich haben. Da wissen Sie, warum da ständig gestreikt wird und warum die Gewerkschaften da so mächtig sind. Also die haben eine obszön hohe Anzahl an Arbeitstagen, die im Jahr frei sind. In Asien sind sie froh, wenn sie da 7 Tage Urlaub im Jahr haben. Also mit unseren so 25, 30 Tage, völlig undenkbar in Asien. Sie können natürlich Urlaub nehmen, aber unbezahlt. Okay. Arbeitszeit, Arbeitsmodelle haben wir jetzt besprochen. Nächste Frage ist Gehalt, Lohngerechtigkeit. Mitarbeiter wollen und sollen entlohnt werden und es muss ein faires Gehalt festgelegt werden. Das Entgelt für geleistete Arbeit sollte dem Mitarbeiter das Bewusstsein verleihen, dass er im Vergleich zu anderen gerecht entlohnt wurde. Und dann ist zu unterscheiden die Leistungsgerechtigkeit, die Bedarfsgerechtigkeit und den Markteinfluss. Wenn Sie jetzt sich überlegen, Sie stellen jemanden ein, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Machen wir es mal konkret.
Sie haben jetzt Ihre Pizzeria und Sie wollen jetzt jemanden einstellen. Und wir reden jetzt über jemanden, der eine Filiale leitet. Ja, also jetzt keine geringfügig beschäftigten Pizzabäcker am Ofen, sondern wirklich den Geschäftsführer, den Filialleiter. Wie bezahlen Sie den? Erste Idee ist, Sie überlegen sich, was muss der können? Was muss der können und was muss der leisten? Zweite Idee ist, dass Sie sich überlegen, was kann denn diese spezielle Person, was bringt der mit und wie müsste ich den denn eigentlich bei dieser Qualifikation bezahlen? Die dritte Idee ist, was ist denn der Marktpreis dafür? Es sind unterschiedliche Perspektiven und die spiegeln auch wieder, wie Sie selber auf die Idee kommen könnten, welches Gehalt richtig ist. Was könnten Sie nämlich machen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie stellen zum Beispiel den Pizzabäcker ein am Ofen, der schiebt den ganzen Tag nur, Pizzen in den Ofen, dann könnte es ja theoretisch, ja, also sehr überspitzt gesprochen, könnte jetzt sein, da kommt ein Arzt an und der sagt, ja, ich will mal was anderes machen im Leben. Ne? So ein bisschen wie bei American Pie, der Manager sagt, ich will jetzt endlich wie Kevin Spacey, ich will jetzt mal bei McDonald's an der Theke stehen, ja, und will den Job mit der geringsten Verantwortung haben. Ja? Da kommt jemand, der ist völlig überqualifiziert. Zahlen Sie dem jetzt ein Arztgehalt? Ja, nein. Der hat zwar eine gewisse Qualifikation, aber die brauchen Sie ja gar nicht. Also sagen Sie, die Tätigkeit erfordert die und die Qualifikation und die Tätigkeit umfasst die und die Aufgaben. Teig ausrollen, in den Ofen schieben, da zahle ich nur den und den Betrag für. Zweite Idee wäre eben, ja, da kommt jemand, der ist so und so qualifiziert und ich brauche jemanden, der bringt die und die Qualifikation mit. Dann überlege ich mir, was ist die Qualifikation wert? Ja? Gerade bei leitenden Angestellten werde ich ja eher dahergehen und sagen, was brauche ich denn für Qualifikationen? Und die dritte Variante ist die, dass ich sage, ich schaue mir einfach mal Stellenanzeigen an, Mitarbeiter, Pizzeria, was wird da so am Markt gezahlt? Wenn ich feststelle, das ist mir zu teuer, mache ich es nicht. Wenn ich feststelle, es ist recht günstig, dann hole ich mir jemanden. Dann geht es als nächstes um die relative Leistungsgerechtigkeit. Die ist nämlich dann gegeben, wenn die Höhe des Entgelts eines Mitarbeiters ausschließlich von seiner Leistung bestimmt wird. Und diese Leistungsgerechtigkeit kann ich weiter unterteilen in die Qualifikationsgerechtigkeit, die Anforderungsgerechtigkeit und die Ergebnisgerechtigkeit. Alles drei kann sich unterscheiden. Qualifikationsgerechtigkeit. Da unterscheide ich zwischen klassischerweise ungelernt, angelernt, abgeschlossene Berufsausbildung, vielleicht auch noch Studium, Studienabschluss. Und das ist der einfachste Maßstab der Qualifikationsgerechtigkeit. Fällt jemand auf, wo man das heutzutage noch ganz klassisch so stark hat? Ja? Im öffentlichen Dienst. Da haben wir nämlich früher noch den einfachen Dienst, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst, den höheren Dienst und den höheren Dienst. Wenn Sie einen Studienabschluss haben, auf Master, den Diplom-Level, sind Sie im höheren Dienst. Wenn Sie eine Ausbildung haben oder vielleicht auch eine Weiterbildung, sind Sie dann im gehobenen Dienst und dann bei den Beamten ist dann zum Beispiel so, dann haben Sie A7, A8, A9, ab A13 sind Sie im höheren Dienst, A13, A14, A15 ist ein Studium. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Lehrer, die ein zweites Staatsexamen haben, auf Gymnasialstufe 6-2, deswegen werden die mit A13 eingestellt, weil das der höhere Dienst ist. Wenn Sie jetzt Ihren Master machen und Sie gehen in ein Ministerium, dann werden Sie dort als Regierungsrat A13 eingestellt und so weiter. Ja, also da haben wir das tatsächlich noch, dass die Qualifikation ganz klar darüber entscheidet, wie Sie bezahlt werden. Und wenn Sie nur eine Ausbildung haben, dann werden Sie nicht in den höheren Dienst befördert. Das ist Schluss. Ja? Gut. Und das klappt halt im öffentlichen Dienst noch einigermaßen. Aber im Unternehmensbereich ist das schwierig, weil sich die ganzen Aus-, Fort- und Weiterbildungsstufen so ausdifferenziert haben, dass sie da nicht mehr so klar sagen können, Ausbildung, Studium, alles andere, das geht nicht mehr. Die Qualitätsgerechtigkeit, die soll dann auch diese Abstufung der Entgelte zwischen den Qualitätsstufen ermöglichen, so wie das im öffentlichen Dienst immer noch gemacht wird. Also Arbeitnehmer erwarten, dass ihre mühevoll erworbenen Qualifikationen auch irgendwo sich in der Entlohnung widerspiegeln und Arbeitgeber sind aber dann nur bereit, natürlich die Qualifikation in der Entlohnung zu berücksichtigen, wenn es sich um eine betriebsrelevante Qualifikation handelt. Das war mein abstruses Beispiel mit dem Arzt, der sich als Pizzabäcker bewirbt. Ja? Ist ja schön, dass er qualifiziert ist, aber das passt ja gar nicht, es wird auch nicht benötigt. Ja?
Ein konkreteres Beispiel kann ich Ihnen da geben. Ich kenne einige Fälle, wo leider Frauen auch nach der Promotion versucht haben, dann in der Wirtschaft Fuß zu fassen und das dann erst mit Mitte 30 getan haben. Man ist dann an der Uni gewesen, man hat dann promoviert, man ist hochqualifiziert, aber die Unternehmen sagen dann, ja gut, sie kommen mit dem Doktortitel an, aber den brauchen wir nicht. Sie machen ja hier nur quasi Sekretariatsdienste, sie machen ja einfache Tätigkeiten, sie sind hier nicht leitende Angestellte. Ja, dann sagt das Unternehmen, wir bezahlen ja nicht die 60.000, die sie eigentlich kriegen müssen, wir zahlen 40.000 oder 35.000. Also auch die Frage, klar, Qualitätsgerechtigkeit sollte es geben, aber dass der Arbeitgeber wird natürlich nur die Qualität auch bezahlen, die er benötigt. Wenn sie überqualifiziert sind, kriegen sie das häufig nicht vergütet. Ein qualifikationsgerechtes Entlohnungssystem muss dann festlegen, ob es sich ohne inhaltliche Prüfung an formalen Abschlüssen orientiert, inwieweit es Mehrfachqualifikationen berücksichtigt und wie stark es Abstufungen zwischen den Qualifikationsstufen vornimmt. Mehrfachqualifikation ist auch so ein Thema. Ich kenne einen Extremfall. Ein Kommilitone von mir an der Fernuni. Ich habe ja an der Fernuni noch studiert. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, in meinem Fall war die Mehrfachqualifikation schon die Zielführung. Ja, ich kann ein bisschen mehr Mathe. Das ist okay, hilft mir in meiner Arbeit. Aber ich hatte einen Kommilitonen, der hat mit 50, meine ich, sich entschieden, der war Fabrikarbeiter bei Bayer. Der hat eine Ausbildung gemacht, ich glaube, als chemisch-technischer Assistent. Der hat also wirklich in der Produktion bei Bayer gearbeitet. Und der mit 50 hat er gesagt, ich studiere jetzt nochmal an der Fernuni. Und der hat ein paar Jahre gebraucht, vermute mal, der hat so mit 40 angefangen, ich habe ihn kennengelernt als ein Älterer. Der hat dann noch Informatik und Mathematik auf Diplom studiert. Der war also Diplom-Mathematiker, Diplom-Informatiker mit Einser-Abschluss und seit 30 Jahren wahrscheinlich chemisch-technischer Assistent in der Produktion bei Bayer. Ich weiß leider nicht, was aus dem geworden ist, aber glauben Sie, dass der jetzt plötzlich, dass man dafür, das war jetzt plötzlich gesagt, herzlichen Glückwunsch, jetzt Doppeldiplom, du kommst jetzt erstmal in unsere Abteilung hier für Entwicklung und kriegst das doppelte Gehalt. Ich vermute mal, der sitzt jetzt als Doppeldiplom-Uni-Absolvent, sitzt jetzt immer noch auf dem gleichen Posten. Ja, der wird doch nicht mit 50 jetzt irgendwie was völlig anderes machen. Der hat das als Hobby gesehen. Also Mehrfachqualifikation kann gut sein, kann ihm was bringen, kann aber auch völlig irrelevant sein für ihren Arbeitgeber. Und dann ist halt persönliches Hobby. Gut. Das ist die Qualifikationsgerechtigkeit. Kommen wir zur Anforderungsgerechtigkeit. Ausgangspunkt dieses Lohngerechtigkeitsaspektes sind die Anforderungen, die die Stelle bzw. der Arbeitgeber an Sie als Mitarbeiter oder allgemeiner an die zu besetzende Stelle dann stellt. Ich muss dafür eine Arbeitsbewertung vornehmen. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Das summarische Verfahren. Da betrachte ich die Arbeit als Ganzes und ordne sie je nach Schwierigkeitsgrad einer Abfolge von Lohngruppen zu. Das ist der Fall, dass ich sage, alle Beamte im höheren Dienst mit Studium, die werden jetzt A13 oder höher eingestuft. Alle anderen Tätigkeiten zwischen A10 bis A12 und wenn sie nur eine Ausbildung haben und keinerlei Berufserfahrung, dann vielleicht A7, A8 oder ähnliches. Das wäre das summarische Verfahren. Das analytische Verfahren, das bestimmt die Arbeitsschwierigkeiten aus differenzierten Anforderungen, zum Beispiel über das analytische Rangreihenverfahren. Wie sieht das aus? Ich justiere den Arbeitsplatz erstmal auf Normalleistung. Ich würde also beispielsweise sagen, wie kann ich das als gutes Beispiel bringen? Ich überlege mir, was üblicherweise mit einem üblichen Gehalt bezahlt würde und was da geleistet würde. Und dann schaue ich mir an, ist der Arbeitsplatz in der Fabrikhalle, wo es besonders heiß ist, plus ein Punkt. Ist die Tätigkeit körperlich anstrengend, plus zwei Punkte. Habe ich zwischendurch einige Pausen, vielleicht minus einen Punkt. Und da würde ich so ein Gewichtungsschema vornehmen, und würde letztlich die Anforderungen, die die Stelle an den Arbeiter stellt, diese Anforderungen würde ich gewichten. Und wenn ich feststelle, das ist ein Arbeitsplatz, in der Sauna, körperlich anstrengend,
mit einer Staubbelastung. Ich muss dabei noch einen Schutzanzug tragen. Und ich brauche dafür eigentlich auch noch ein Ingenieursdiplom oder ein Master. Dann würde ich sagen, der Arbeitsplatz, der muss besonders gut bezahlt werden. Im Vergleich zu der Normalleistung, wo ich vielleicht sagen würde, das ist der Ingenieur, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Und das wäre eine Art von analytischen Verfahren, wo ich die Anforderungen der Stelle dann gewichte und bewerte. Und daraus komme ich dann einen Arbeitswert, also den Schwierigkeitsgrad am jeweiligen Arbeitsplatz. Ist ein Beispiel, wie ich sowas machen könnte. Dann haben wir als nächstes die Ergebnisgerechtigkeit. Es ist also platt gesagt, Faule müssen bestraft werden, die Fleißigen müssen belohnt werden. Was mache ich? Ich schaue mir das Arbeitsergebnis an, das heißt, ob ein Arbeitnehmer tatsächlich mehr oder weniger als die Normalleistung gebracht hat. Würde also bedeuten, dass ich zum Beispiel sage, ich bezahle jetzt hier den Mitarbeiter für 5 Kilo Schrauben, die am Tag produziert worden sind an einer Maschine. Und am Ende des Tages messe ich einfach, wie viele Schrauben sind produziert worden. Ich mache eine Stichprobe, wie ist die Qualität der Schrauben. Und wenn ich feststelle, ein Mitarbeiter hat 5,3 Kilo produziert, kriegt er mehr Geld. Wenn einer 4,8 noch produziert hat und er hat keine guten Gründe dafür, warum er weniger produziert hat, kriegt er etwas weniger. Wir werden später sehen, wie das lohntechnisch abläuft. Ja, also da gibt es dann Stücklohn und Ähnliches. Aber die Überlegung ist relativ simpel. Ich messe irgendwie das Ergebnis und ich belohne nach Ergebnis. Wissen Sie, wo man sowas auch hat? Auch wieder mein Lieblingsbeispiel in der Beratung. Ganz einfach, wenn Sie in der Beratung arbeiten und Sie sind auf einer gewissen Höhe, dann werden Sie natürlich auch anteilig dafür vergütet, wie viel Neugeschäft Sie reingeholt haben. Wenn Sie sagen, ja, ich habe dieses Jahr 10 Millionen Auftragssumme eingeholt, dann kriegen Sie dafür einen Bonus. Wenn Sie nichts reingeholt haben, dann kriegen Sie ein Gespräch, warum nicht. Also da haben Sie auch eine ergebnis- und erfolgsabhängige Vergütung. Aus all den Gründen, die wir am Anfang der Vorlesung auch schon mal besprochen haben, weil Sie irgendwann auch feststellen, dass Mitarbeiter, die nur fix bezahlt werden, die motivieren sich nicht so stark und die arbeiten nicht so stark. Also, ich habe da möglicherweise Lohnabschläge, Lohnzuschläge und Sie müssen halt auch schauen, wie ist das Ergebnis zustande gekommen. Einfach nur zu sagen, ja, ich bezahle jetzt nach Kilogramm Schrauben, könnte Ihnen bedeuten, jede Schraube ist kaputt und der Mitarbeiter jagt die einfach nur durch die Maschine, also diese Nebenbedingungen müssen Sie natürlich beachten. Bei dispositiven Arbeiten, also bei dem Mitarbeiter, der im Büro sitzt, ist das Ganze schwierig. Das, was Sie dann tun können, ist, Sie können sowieso, sollten Sie das eh, ein Mitarbeitergespräch führen und Sie können einfach mal schauen, wie steht es denn um die Initiative des Mitarbeiters, die Selbstständigkeit, Überzeugungskraft, führt der Mitarbeiter andere Mitarbeiter? Das sind dann Dinge, die werden beurteilt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das haben Sie in jedem Unternehmen, Mitarbeitergespräch mit Ihrem Abteilungsleiter und auch in der Beratung dann mit Ihrem zuständigen Partner. Und dann wird einfach am Ende des Jahres mal geschaut, erstens fängt man mit so einem Geplänkel, wie fühlst du dich denn eigentlich, wieso hier fühlst du dich wohl? Und dann irgendwann wird man sagen, wie siehst du dich denn? Ja? Auch so eine typische psychologische Strategie, was ist denn so deine Meinung? Ja? Wo siehst du dich denn? Oder wo sehen Sie sich denn? Und wie würden Sie Ihre Leistung dieses Jahr einschätzen? Dann hören Sie sich erstmal an, was derjenige dann so sagt. Und dann sagen Sie selber, ja, sehe ich auch so, sehe ich nicht so. Und was sind da so für Punkte, die angesprochen werden? Ist man selbstständig genug gewesen? Muss man noch ständig nachfragen? Hat man für Arbeitsaufträge zu lange gebraucht? War die Qualität nicht richtig? Und Ähnliches. Ja? Das ist mir zum Beispiel am Anfang meiner Berufskarriere häufig gesagt worden. Ja, da wurde mir nach 1-2 Monaten dann schon gesagt, so, ich dachte eigentlich jetzt, du würdest nicht mehr so oft nachfragen. Woraufhin ich dann gesagt habe, okay, wenn ich nicht mehr nachfrage, ich dachte, ich muss nachfragen, dann frage ich jetzt nicht mehr nach, dann bin ich selbstständig. Ja, also bei Berufsanfängern wird man häufig auf die Selbstständigkeit der Arbeit dann eingehen. Und Mitarbeiterführung kommt natürlich dann auch noch hinterher zu. Und dann, last but not least, die Marktgerechtigkeit. Letztlich ist ein Lohn nichts anderes als das Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Das klingt erstmal etwas sehr nach Raubtierkapitalismus,
spätestens wenn Sie hochqualifiziert aus dem Studium rauskommen, werden das aber natürlich sofort sehen. Sie werden sich nicht unter Wert verkaufen. Und wenn Sie bei einem Unternehmen sind und Sie sehen, Ihre Kommilitonen sitzen mittlerweile schon mit 20.000 Euro mehr in einem zusätzlichen Dienstwagen und Sie sitzen immer noch bei Ihrer Firma fest und werden nicht befördert und kriegen keine Gehaltserhöhung, dann werden Sie auch irgendwann sagen, ja, dann gehe ich auf den Markt und biete meine Arbeitskraft jetzt höchstbietend auf dem Arbeitsmarkt wieder an. Und damit ist die Entlohnung das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Höhere Löhne für knappe Berufe. Je besser Sie ausgebildet sind, je höher qualifiziert Sie sind, desto knapper ist das Angebot an Arbeitskräften und desto höhere Löhne können Sie aushandeln. Ja, für die meisten Menschen trifft das natürlich in der Form nicht zu. Dann läuft das dann über die Gewerkschaften, über die Tarifparteien und da wird das über ganze Arbeitergruppen wird das dann ausgehandelt. Gegenstand dieser Lohntarifverhandlung ist dann überwiegend der als Ecklohn bezeichnete Lohnsatz einer bestimmten Lohngruppe und alles andere orientiert sich dann an diesem Ecklohn. Wenn Sie also hören, da wird irgendwas ausgehandelt, 3% mehr und so viel, dann bezieht sich das immer auf diesen Ecklohn und in dem Unternehmen gibt es dann ausgehend von dem Ecklohn natürlich dann andere Tarifgruppen noch, die dann darüber sind, aber das orientiert sich alles an einer Fixgröße. Genau. Sie haben da eine feste Relation zwischen den Löhnen und das ist die Tariflohnstruktur. Die von den Tarifparteien ausgehandelte Tarifstruktur, die folgt dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Und die anforderungsgerechte Tarifentlohnung wird etwas durch diese marktkonforme Effektiventlohnung überlagert. Und dabei ist dann einfach die Verhandlungsmacht der Tarifparteien entscheidend. Zwei extreme Beispiele. Wenn Sie häufig im Dienstleistungsbereich sind, da haben die Gewerkschaften wenig Macht. Wenn wir dagegen das berühmt-berüchtigte Beispiel von Cockpit nehmen, bei den Piloten, die haben natürlich schon erheblich mehr Macht. Und die können auch mal etwas härtere Tarifstreitigkeiten ausfechten und dann größere Tarifrunden durchdrücken. Also da kommt es einfach darauf an, was für eine Arbeitergruppe ist das? Wie mächtig ist die Arbeitgeberseite, wie mächtig ist die Gewerkschaftsseite? Will ein Unternehmen überdurchschnittlich gute Mitarbeiter am Arbeitsmarkt gewinnen, müssen sie übertariflich oder über Marktpreis entlohnen. Gibt es mal immer wieder, dass Unternehmen einfach sagen, wir wollen hier die Besten der besten Mitarbeiter haben und dann können wir jetzt nicht anfangen, hier Tariflohn zu zahlen. Dann wird übertariflich gezahlt. Das extremste Beispiel ist wahrscheinlich die Tech-Branche, wo Sie ja auch vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie bei Google einen Job haben, dann haben Sie den Kindergarten um die Ecke, jede Abteilung hat seinen eigenen Basketballcourt, Mountain View ist das ja, der ganze Campus, da steht immer kostenlose Fahrräder rum, in Amerika ist es wahrscheinlich so, dass Sie dann ausnahmsweise mal eine Krankenversicherung vom Unternehmen haben, also wenn Sie die Besten der besten Mitarbeiter beschäftigen wollen, dann müssen Sie viel zahlen. Und dann geht es über den Marktpreis los. Gut. Verbindlichkeit von Tarifverträgen. Generell gilt in Deutschland die Tarifautonomie. Ein Tarifvertrag wird ohne staatliche Mitwirkung, branchen- oder unternehmensspezifisch, von den jeweiligen Tarifvertragsparteien ausgehandelt. Wir kommen jetzt in den Bereich des Arbeitsrechts. Wenn Sie mal Jura studieren sollten noch oder schon mal studiert haben, wissen Sie vielleicht, die Juristen treffen eine große Unterscheidung. Die unterteilen das Arbeitsrecht in das Individualarbeitsrecht und das Kollektivarbeitsrecht. Individualarbeitsrecht ist der Bereich des Arbeitsrechts, wie der Name schon suggeriert. Da geht es darum, dass Sie mit dem Unternehmen einen Arbeitsvertrag haben. Sie wollen kündigen, ich entlasse Sie, irgendwas läuft in unserem Arbeitsvertrag schief, dann sind wir im Individualarbeitsrecht. Kollektivarbeitsrecht, da geht es um die Gewerkschaft, Arbeitnehmerschaft gegen das Unternehmen, letztlich Streik und Tarifrunden. Das ist das Kollektivarbeitsrecht. Die Tarifautonomie ist im Tarifvertragsgesetz geregelt. Bei den Tarifverträgen kann ich jetzt unterscheiden zwischen einem Manteltarifvertrag, einem Vergütungstarifvertrag und einem Flächentarifvertrag. Beim Manteltarifvertrag habe ich eine langfristige Festschreibung von Rahmenbedingungen. Beim Vergütungstarifvertrag lege ich die Eckvergütung im jeweiligen Tarifgebiet nach Maßgabe des Manteltarifvertrages fest und berechne das dann um auf andere Vergütungsgruppen.
Und beim Flächentarifvertrag handelt der Sozialpartner, also letztlich die Gewerkschaft, der Arbeitgeberverband, die arbeiten den Tarifvertrag für ein einzelnes Tarifgebiet aus. Hat man auch häufig. Ich kann auch einen Haustarifvertrag vereinbaren. Das ist der alleinige Abschluss durch den Arbeitgeber, wenn dieser keinem Arbeitgeberverband angehört und eine Gewerkschaft in ihrer Satzung eine Tarifzuständigkeit für diesen Arbeitgeber vorsieht. Bundesarbeitsminister kann auf Antrag einer Tarifvertragspartei Tarifvereinbarung für allgemein verbindlich erklären. Ich möchte da jetzt auch nicht auf die ganzen Details eingehen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass da zuletzt auch wiederum jetzt letztlich das Bahngesetz gegeben hat, weil man irgendwie bei der Bahn so sauer war, als Staat und als Gesellschaft, dass eine kleine Gewerkschaft in der Lage war, ein ganzes Unternehmen und dazu auch noch ein Staatsunternehmen zu blockieren, und man jetzt auch ein Gesetz erlassen hat, das regelt, dass letztlich also eine Gewerkschaft, die groß genug ist und genügend Mitarbeiter vertritt, dass die dann auch für das gesamte Unternehmen einen verbindlichen Tarifvertrag abschließen kann. Und damit man diesen Fall der GDL ausschließen kann, dass eine Kleinst- oder eine kleine Gewerkschaft das ganze Unternehmen blockieren kann. Aber auf jeden Fall im Kollektivarbeitsrecht gibt es zahlreiche Regelungen. Wir werden uns hier so die wichtigsten Dinge anschauen. Dann kommen wir als nächstes dann nämlich zu der Bedarfsgerechtigkeit hier. Und dann hinterher auch zu den Tarifverträgen und wie das ausgehandelt wird, insbesondere zum Thema Streikrecht und was man da tun kann. Und wenn Sie denn keine Fragen mehr haben, scheint wohl nicht der Fall zu sein, dass Sie schon einpacken, dann würde ich sagen, machen wir dann hier Schluss und sehen uns dann nächste Woche. Dankeschön.